Wir haben ein Jahr lang heimlich unser Studio umgebaut und Rick hat nichts gemacht. Doch, ich sah gut aus. Zum Vergleich, früher sah es so aus und jetzt so. Seht ihr? Okay, seht ihr später. Aber es wird episch, oder? Ja. Und wenn ihr ganz artig seid, dann gibt es noch eine kranke Roomtour von den tollen Sachen, die wir haben. So wie den hier. Ja. Ja. Ich gehe jetzt erstmal kochen. Das ist ein guter Punkt, weil die Küche, die haben wir auch renoviert. Heimwerker King Steven ist wieder am Start. Diesmal in dieser Episode abkleben. So, ja, easy. Ich glaube, ich könnte die auch einfach abmachen. Das wäre fast einfacher, als die abzukleben. Also wir haben jetzt Farbe. Dschungle. Dunkelgrün. Weil es ist eine Trendfarbe und wir mögen Trends. Die sieht hier richtig blau aus. Ich hoffe, die trocknet dann wirklich so in dieses dunkle Grün. Mann, die spritzt gar nicht. Das ist ja eine gute Farbe. Geil, mir gefällt sie jetzt schon. Harmoniert es mit dem Boden, mit der Bodenfarbe? Ich weiß es nicht so genau. Total. Das war uns besonders wichtig, als wir die Farbe ausgesucht haben. Ja, ist voll geil, ist voll befriedigend. Vor allem, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, wenn da so eine scheiß Fettflecken oder sowas sind, für die man nichts kann. Macht richtig Spaß. Die ist auch so halbfertig. Also, es ist grün. Ja, schön. Wir haben Akzentbeleuchtung. Wir haben alles ein bisschen umgestellt. Oh, und wir haben jetzt ein Regal hier. Das macht alles viel, weiß ich nicht, einladender. Es war noch ein Verschnitt von dieser Arbeitsplatte damals. Wir haben einfach mit so einem Dinger daran und Zauberei. Auf einmal ist es hier voll gemütlich. Guck, da ist noch eine Akzentlampe. Und jetzt, oh, und hier nochmal indirektes Licht, was wir vorher schon hatten. Oh, und jetzt wird es langsam leicht gemütlich. Wir müssen nochmal diese Situation hier neu kaufen, weil alles wackelt und ist scheiße. Es ist ein neuer Tag. Ich bin Elektriker Steven. Guten Tag. Das ist alles total in Ordnung, was ich hier mache. Das ist gar kein Problem. Ich habe die Sicherung zwar nicht raus, aber der Lichtschalter ist aus. Muss reichen. Also wenn du da jetzt auf den Lichtschalter raufdrücken würdest, Dean, bin ich vielleicht tot. Ja. Also, wenn wir jetzt... Ich muss diese alte Kacklampe hier rausziehen, so wie wir alles andere hier schon rausgebaut haben, weil man siehe sich das an. Hier war so ein alter Dispenser für Papier drunter und die haben sich da überhaupt nicht... Ich weiß nicht, die haben das rangeklatscht und dann drumherum gemalt. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall arbeiten. Das ist auf jeden Fall genug Licht. Ah, oh Gott, der Spiegel sieht aus, ey. Oh Gott. Mabel, hast du eigentlich schon was gemacht heute? Irgendwas? Nee. Guck mal, was wir alles gemacht haben. Das ist der ganze Scheiß, den wir rausgerissen haben. Irgendwie kackalte Seifenspender. Kack, Piss, Scheiß, Fick, Hure, Bitch, Arsch. Und jetzt wird gemalert. Wir werden jetzt einfach alles wieder benutzen, weil, keine Ahnung, das wird schon keinen großen Unterschied machen. Geht's dir? Dean hat zum Glück alles schon abgeklebt. Perfekt. Oh, ich sehe gerade. Das muss natürlich raus. Ich habe deine Unterhose gesehen. Das ist okay. Boah. Scheiße. Wir müssen die mit irgendwas umrühren. Heute backe ich, morgen brau ich und gleich packe ich Blueberry an die Wand. Und ich habe Angst, dass ich jetzt... Oh Gott, wir sollten hier eigentlich was auslegen. Ne? Das haben wir vergessen. Oh ja. Das ist super langweilige Kackarbeit. Keiner machen will. Naja. Schneller! Hätte ich eine Peitsche, würde ich sie benutzen. Weiß ich doch, Steven, weiß ich doch. Ich gucke immer noch nicht hin. Ich gucke überhaupt nicht hin. Und Dean? Sieht es genauso schlimm aus wie drüben? Oh mein Gott, warum ist das? Wer hat denn da oben drüber gemalt? Digga, diese Fugen, ich dachte immer, die wären von Natur aus schwarz. Ja, guckst du die an. So, das sieht so aus, wie die sind von Natur aus so, ne? Ganz wichtig, ihr dürft die Suppe nicht einfach wegschmeißen, kann man später noch zum Kochen benutzen. Also, hier hat sich einiges getan, ja. Also wir haben jetzt Lampen, die man nicht erkennen kann, ja. Einen wunderschönen Spiegel, sogar so Seifenspender. Wir haben ein Handtuch, was, glaube ich, schon seit ein paar Monaten nicht gewaschen wurde mittlerweile. Ich habe die Flecken hier wegbekommen, ihr erinnert euch. Dann von Blueberry kommen wir rüber zu diesem wunderschönen Brett, was ich angemalt habe und hier draufgelegt habe. Wir haben Pflanzen, die unecht sind, weil kein Tageslicht. Und wir haben Bilderrahmen vorbereitet, die hier auch schon seit einer ganzen Weile stehen und nicht befüllt sind. Und wir haben die
Ich würde euch auch das zweite Klo zeigen. Sieht aus nur gespiegelt wie, aber Dean war da gerade auf Toilette. Und hey, wer hat das gedacht? Immer wenn man Müll wegpackt, kommt neuer Müll dazu. Wer hart arbeitet, der hat auch eine Kaffeepause verdient. Ist euch übrigens aufgefallen, dass Rick fast gar nicht in diesem Video vorkommt? Wer arbeitet wohl hier und hat sich eine Pause verdient? Rick würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich schreibe den ganzen Tag. Der hat ja die ganze Zeit einfach gesessen. Gearbeitet. Ich habe geschrieben. Weißt du, so wie du geschrubbt hast, habe ich über die Tastatur geschrubbt. Und dann kam geile Scheiße raus. Marty hat seinen Raum fast fertig. Hi. Brauchen Sie ein Displayboard-Kabel? No. Das ist aber scheißegal. Das Coole daran ist nämlich, dass sein altes Zimmer so gut wie leer ist. Und wir jetzt hier überall Sachen hinstellen können. Halt die Presse jetzt! Ja, mal gucken, wie wir das hier füllen. Und dann haben wir drüben nämlich in unserem Studio viel mehr Platz. Oh Gott, oh, wie schwer! Echt stolz! Und hier steht noch so viel Zeug rum, was alles weg muss. In den Müll oder so. Damit wir hier Platz haben. Yeah, yeah. Ah! Oh Gott, pass mir hier durch. Oh, hier steht ja noch Scheiß. Meine Hände. Schaut, wir haben jetzt eine Menge Schränke. Die waren vorhin im Studio. Die sind jetzt da so doppelt lustig hingestellt. Wir kommen von beiden Seiten ran. Die Kleiderständer stehen da jetzt mehr oder weniger gut. Und alte Schränke von den Freuds noch. Und hier, ui, haben wir jetzt langsam mehr Platz. Und du bist die Einzige, die hier nicht mithilft. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Aha. Das Schöne an unserem Büro ist, dass man immer Sachen findet, wie hier einfach so ein Glas trocknete Tomaten rumsteht. Das steht hier, glaube ich, schon seit mehreren Wochen, Monaten. Monate, das ist von Marty. Ja. Da ist auch dieser Fisch in dieser Dose aus irgendeinem skandinavischen Land, der stinkt, wenn man ihn aufmachen würde. Der wird bestimmt besser, wenn man ihn einfach so rumstehen lässt bei Zimmertemperatur. Aber genau deswegen sieht unser Lager jetzt auch so aus. Gut. Oh. Wie viele Taschen hier hin? What the? Martys Taschen und Koffer. Oh, ja. Ich glaube, das müsste man immer noch mal weiter aufräumen. Findest du? Ja. Nee. Ich weiß ja nicht. Nee, also Tür zu und dann sieht man es ja nicht, ne? Stimmt. Ah, Licht. Licht. Guck mal hier, guck mal her. Wir haben hier dieses wundervolle Problem mit unserer Sprechanlage, die ich schon mal halbwegs abgeschraubt habe, dass wir, das klingelt halt immer hier rein und so. Ist halt dumm. Und wir schließen die Tür ab und manchmal ist halt dumm. Und was sagen Sie dazu? Was ist das für eine Beschreibung? Wir haben hier eine Sprechanlage, die klingelt hier manchmal rein, deswegen brauche ich jetzt hier ein Loch oder was? Naja, aber das wäre halt cooler, wenn auch Marty in einem anderen Raum quasi dann rangehen kann und so. Nicht nur wir, wenn wir mal nicht da sind und der Raum abgeschlossen ist. Deswegen mache ich jetzt ein Loch rein auf der anderen Seite von der Wand und dann schraube ich das um und dann haben wir auf der anderen Seite ein Loch. Er wird es kaputt machen und dann kriegen wir Stress. Oh Gott. Ich bin Profi übrigens. Ja, Marty, was willst du? Hä? Vielleicht wäre es schlau, das zu messen ganz kurz. Da ist der Punkt. Ich bohre da jetzt rein. Der ist ja noch schlimmer als ich. Boah! Ja, ich weiß, ich bin gut. Boah, du hast ja genau. Okay, los geht's. Rein! Ja! Easy! Und zack, ein Lebkuchenmann. Oh, das können wir auf der anderen Seite reinmachen. Das Glory Hole. Ist da Asbest drin oder so? Boah, ich weiß es nicht, aber ich dachte auch gerade, vielleicht halte ich mir das nicht an die Schnauze. Nee, mal gucken, ob das funktioniert. Ja! Ja! Ah, wir müssen jetzt so merken, der linke. Cool. Oh, guck mal, ist das rot geworden? Oh, oh, ja, weil es nicht verbunden ist. Jetzt ist die LED wieder aus. Finger! Hallo? Wo bist du? Hier! Oh, es ist richtig, richtig Stranger Things hier. Upside down. Ich steck's durch. Ja. Als wär's nie woanders gewesen. Ey, ich fühle mich viel Finn Kliman. Ich hab nur niemanden abgezockt. Ich kann sie nicht hören! Ich brauch noch was zum Zuziehen. Oh, scheißen Fick, Alter. Hey, das klingt gut. Ja? Hallo? Hallo?
wir haben diese fette Wand da in mühsamer Kleinarbeit, das heißt in mühsamer Dienarbeit, abgespachtelt und jetzt kommt da was drauf? Hier. Hässliches Essen? Ja, bitte. Rollputz. Wir haben natürlich überhaupt gar keinen Plan, ob das funktioniert oder überhaupt gut ist. Sind auch noch Reste von dem Kleber dran. Aber ey, wir wollen es irgendwie überstreichen und mit ein bisschen Rollputz da drauf ist wahrscheinlich einfacher als direkt auf dem Kleber. Ich habe das Gefühl, das ist nicht passend. Scheiße. Andere Seite. Ah! Andere Seite. Warte. Oh, scheiße. Gucken wir es mit dem Ding. Scheiße. Oh Mann, Alter, ich komme mit dem Ding ja nicht mal richtig hier rein. Das ist ja nur Krebs. Oh, geil. So, schön abtropfen lassen. Mhm. Kennt man. Scheiße. Das kleckert so viel. Vielleicht hätten wir doch ein bisschen mehr abkleben sollen. Oh Gott, das spritzt auch in alle Richtungen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Die Geräusche. Ich meine, wenn es ein bisschen trashy aussieht, so, das wäre dann auch okay. Ich meine, es hat immerhin Charme. Jetzt können wir hoffentlich drüber streichen. Rühr die Pampe. 10 Euro. 10 Euro. Haben wir das nicht gerade erst in der Küche gemacht? Oh, von dem Winkel sieht man es schön. Da sieht man noch die schönen Klebereste runter. Wir hoffen, dass es trocknet und dann nicht mehr so glänzt. Ansonsten müssen wir doch mal ein zweites Mal drüber. Kommen wir zum großen Moment. Ich habe hier so eine Fernbedienung mit Strom. Wenn ich hier so andrücke. Wow, wird alles hell. Okay, hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Studio, was schon mal wesentlich, wenn man direkt auf den ersten Blick guckt, wesentlich aufgeräumter wirkt und viel mehr Platz hier ist. Schon mal ganz geil. Beachtet die nicht. Man sieht hier unser normales Set, das hat sich nicht verändert. Das ist immer noch so. Aber wir wollten einfach mehr. Weißt du? Irgendwann ging es uns halt einfach selbst auf den Keks, dass wir immer nur denselben Hintergrund hatten. Und ja, da haben wir ein bisschen mehr Anspruch an uns selbst. Ja? So nach 10, 20 Jahren, die man YouTube macht, kann man ja auch mal irgendwie was neu machen. Deswegen gibt es jetzt ZB. Wir nennen es auch Z-Farbe, weil wir haben jetzt nicht mehr wie früher diese komischen Papp-Hintergründe, wo man die umständlich wechseln muss, sondern haben jetzt dieses Ding, wo wir einfach Tasten drücken. Und dann können wir jede Farbe des Regenbogens einfach hier einstellen. Das ist sehr viel praktischer und einfacher. So sieht das hier alles behind the scenes aus dann ungefähr, wenn wir drehen. Hier haben wir unseren tollen Skript-Laptop, der immer geupdatet werden will. Wir hassen ihn. Guck, wir haben da sogar einen Monitor, wo wir uns selber sehen können. Wow! Und falls wir uns richtig lustig fühlen, haben wir hier tolle Requisiten, die wir nie benutzen, aber wir haben sie. Aber es ist geil. I fucking love it. Aber jetzt kommt das Allerschärfste. Wenn wir uns denn denken, oh mein Gott, jetzt ein neuer Hintergrund irgendwie fürs Video, dann machen wir einfach Folgendes. Geh mal einen Meter zurück. Pass auf, da ist ein Licht hinter dir. Ich habe alles hier auf Rollen gepackt. Siehst du das? Sieht man da die Rollen? Sieht man, dass es Rollen sind? Guck mal, da sind auch Rollen. Guck mal, der Tisch da. Der Tisch, der hat auch Rollen. Der auch? Ja, alles hat Rollen. Die Stühle, oh mein Gott, die haben schon... Wow. Das Ding! Oh! So, und dann können wir einfach dieses Teil nehmen. Ich drehe das einfach irgendwo in eine andere Richtung. Drehe das Licht dahin und boom! Kann ich mich hier hinstellen, muss nicht mal die Kamera neu scharf machen und habe einen anderen Hintergrund. Ich weiß, danke, ich habe mir das ausgedacht. Danke, danke, danke. Schau dir mal den an, Bruder. Pass auf! Jeden Moment! Ha! 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 Oh, da kommen sie! Ah! Wir haben hier einen wundervollen kleinen alten Rechner, der ist auch sehr, sehr alt, den wir an drei wundervolle Fernseher angeschlossen haben, die wir mit freundlicher Unterstützung von Samsung bekommen haben. Danke, Samsung! Ich blende mal die Modellnummer hier ein, die ich nicht auswendig weiß. Wer kann sich sowas merken? Vielleicht findet man sogar einen Link in der Videobeschreibung. I don't know. Aber guck dir das an, es ist so, als würdest du aus einem Fenster gucken und da draußen ist Minecraft, was strange wäre, aber deswegen sind auch hier diese Vorhänge. Das einzige Problem, was wir wollen noch sowas wie eine Fensterbank und einen Unterbau machen, das haben wir aber noch nicht
Geschafft. Wir sind nur froh, dass die Dinger überhaupt an der Wand gelandet sind. Weißt du noch, wie dämlich das war? Ich hatte gar keinen Bock da drauf. Wir haben ungefähr 600 Mal in die Wand hinten reingebohrt, weil die Abstände nicht gepasst haben. Nichts passt hier. Warum ist es so scheiße mit diesen blöden Halterung, Kackweser, Wandhalterungsscheiße, Pisskacke. Alles ist schief und nichts will richtig passen. Okay, es passt doch. Man durfte nur die Schrauben nicht alle schon festziehen, so wie es in der Anleitung steht. Genau, dann diese wunderschönen Akustikabsorber-Holzdinger, die eigentlich jeder hat momentan mit dran gemacht, damit es ein bisschen gemütlicher aussieht. Den haben wir irgendwo gefunden, keine Ahnung. Und hey, hier, nochmal ein Sessel. Den liebt Rick besonders, weil der muss ja nicht stehen beim Reden. Faule Sack. Bla 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 bla. Ich bin ein dummes Stück Scheiße und rede aus einem Buch. Bla 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 bla. So, die neue Werkbank-Ecke sieht jetzt so aus. Ist ein bisschen aufgeräumter, wie man sieht. Das sieht einfach cooler aus. Man fühlt sich ein bisschen wohler. Nicht mehr diese blauen Schränke, sondern jetzt schwarze Schränke. Und die andere Werkbank, die wir hatten, die hatte irgendwie, glaube ich, Termiten oder so heißen die. Also die ist langsam zerfallen. Wusstest du, dass wir die immer noch haben, die Werkbank? Stimmt, ja. Die ist so schwer. Keine Lust, die zu entsorgen. Och, Mann. Doch wieder ein Reveal. Ta-ta-ta-ta! Die Ecke, von der ich nicht wusste, was ich mit ihr machen soll. Sie ist hier. Das ist das Gaming-Set, was wir uns eingerichtet haben. Aber dazu könnt ihr auch das passende Gaming-Video gucken. Ich blende das mal mit so einem i ein oder sowas. Sehr nicer Scheiß. So, und ja, das war's im Groben und Ganzen eigentlich auch schon. Ha! Mal schauen, wann wir dann endlich mal aufräumen. Das wird dann wahrscheinlich nochmal ein ganzes Video füllen. Oder wir lassen es einfach. Wir zeigen einfach nie wieder, wie es hier aussieht, sondern müssen wir auch nicht aufräumen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Alter, das ist ja.